Hallo, hier ist der Profi-Metzger Ralf. Heute zeige ich Ihnen, wie ich Schweinsdärme für die Wurstproduktion vorbereite. So werden Sie Schweinsdärme kaufen, das ist der Bund Schweinedärme, Größe 34-36, so handelsübliche Ware. Ich schneide das Netz einmal auf. So, was ist noch mal, schauen Sie, da, mach nicht mit dem Ding so her, schauen Sie, da ist ein Knopf drauf, den machen Sie als erstes auf. Machen Sie auf, das Ding ist raus. Und los sind die Wärmemaschinenofen. Sind jetzt gesalzen. Jetzt nehmen Sie ins lauwarme Wasser. Ins lauwarme Wasser. Wasch das grobe Salz ab. Da brauchen Sie eigentlich gar nicht so richtig nehmen. Das wasche ich einfach so ab. Schau nicht auf die Enden, gar nichts. Einfach so, wie sie sind. Ins Wasser rein, ins lauwarme. Dann gebe ich den zweiten Kübel. Einmal, da habe ich auch lauwarmes Wasser rein. Das gehen wir jetzt wegräumen. Und Sie können sich noch entweder Sie salzen die Därme ein, weil wenn Sie jetzt in den nächsten Wochen die Därme brauchen, dann machen Sie das nicht ganz so. Aber wenn Sie sagen, ich komme mit den Därme jetzt ein halbes Jahr aus oder ein Jahr, und sage, ich brauche immer, jedes Mal Wurst machen, brauchen Sie zwei Därme. Dann gehen Sie Folgendes vor. Sie greifen rein, nehmen einen Darm, das einen. Dann legen Sie her und ziehen Sie ihn so. Ganz. Da passiert überhaupt nichts. Sehen Sie, wie das geht. Schauen Sie, das haben Sie an. Und jetzt packen wir ein, immer zwei, zwei und zwei. Wieder, nehmen Sie wieder rein, gehen Sie rein, nehmen Sie an Wasser. Schauen Sie. Wenn wir sehen, vielleicht verknotet sich einander. Schauen Sie. Habe ich einen zweiten. Jetzt dann wieder, sonst nehmen Sie wieder her, einen Darm und ziehen Sie ihn so. Sollte sich jetzt was verknoten, dann geht es, sonst soll sich das Bild leichter knoten, dann ziehen Sie ihn ein bisschen auseinander und dann geht es wieder. Wieder. So, so. Ganz der zweite. Das geht einfach ganz einfach. Das ist nichts. So. Ich will nur sagen, es geht der ganze Bund, geht so einfach ganz leicht auf. Das und ich fräse deswegen so ein, wenn ich zwei Därme brauche, damit ich, wenn sie mich das Ganze einfrieren, dann dauert das irrsinnig lang, bis es wieder aufgetaut ist. Und so ist das. Das gebe ich noch in einen Plastiksackel. Schauen Sie, jetzt da ist ein paar Knopf drauf. Ja, das ist schon gesagt. Da ein paar Knopf drauf. Schön lange Züge sind das. Schauen Sie, dass das Wasser nicht zu heiß ist, aber schön lauwarm. 40 Grad, würde ich mal schätzen. Dann haben wir einen zweiten. Schauen Sie, da ist noch ein Zug drin. Du wirst überhaupt keine Probleme machen. Und wenn jetzt den Darm, Sie brauchen den Darm nicht durchspülen. Wir sehen jetzt aufs Füllrohr auf die Zinken, gehen so her, so, machen so und lassen da ein bisschen Wasser durch. Und jetzt schrauben Sie den Darm auf. Wir sehen, das funktioniert einwandfrei. So, und nachher mache ich Folgendes. Jetzt habe ich die Därme. Jetzt gebe ich sie. Also Sie können das einzeln, wie Sie wollen, machen Sie das. Geben Sie da eine. So. Und dann nehmen wir noch die zwei dazu.
und da gebe ich noch Luft drauf. Und das ist einmal Schweinedärme zum Wursten. So frieren sie noch ein. Wenn sie es nicht einfrieren, sagen sie mal, sie wollen das einen Monat im Kühlhaus lassen, dann nehmen wir einfach ein Salz. Können Sie auch normales Kochsalz, nehmen Sie die Därme. Legen Sie ein bisschen zusammen. Rein. Geben Sie ein Salz drauf. Geben Sie ein bisschen Salz drauf, schauen Sie so. Da können Sie nicht zu viel Salz oder zu wenig. Eher zu wenig. Ein bisschen Salz, das mischen Sie ein bisschen durch. Wieder. Knopf drauf. Oder Geschirr, dass es zugeht. Und das können Sie in den Kühlschrank ein paar Wochen halten. Lagern, passiert Ihnen überhaupt nichts. Dann mache ich da wieder das Gleiche. Und dann noch einmal. Schauen Sie, und da haben Sie drin, ich nehme den Sackel, gebe die Därme da rein und friere sie mir so ein. Und wenn ich brauche, hole ich einen Sackel auf, lasse es aufgehen, das warme Wasser wieder rein und wieder ausziehen. Ich hoffe, dass Ihnen das gefallen hat. Vielleicht war es ein Tipp, auch lehrreich für Sie, wie man so Därme behandelt. Wir werden sehen, das geht ganz einfach. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, bitte Daumen nach oben. Wenn Sie mich abonnieren, freut es mich auch sehr. Bis zum nächsten Mal, Ihr Profi Metzger Ralf.